Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2021. Nächstes Rennen hier im Saisonendspurt. Singapur ist angesagt. Nächster Stadtkurs. Traditionell auch eigentlich eine Strecke, die ich nicht so berauschend fahren kann. Ja, meine Hardcore-Fans werden sich erinnern, bei einem F1-Projekt bin ich hier mal voll in eine Boxengasse reingerauscht. Da aber auch mit voller Absicht, muss ich dazu sagen und gestehen. Ja, mal gucken, wie es dieses Mal läuft. Letztes Rennen haben wir ja unter dem Titel das Rennen meines Lebens abgeschlossen. Vom 20. Platz dank der Gridstrafe oder wegen der Gridstrafe vorgefahren auf Platz 2. Sagenhaftes Rennen. Wenn das noch 10 Runden länger gegangen wäre, hätte ich Hamilton auch noch auf dem ersten Platz bekommen. Mal gucken. Wenn es halbwegs so gut läuft wie in Russland, so vom Fahrerischen her, dann wäre ich eigentlich zufrieden. Dann landen wir ja wieder unter den ersten 10. Holen noch mal ein paar wichtige Punkte. Wir können ja in der Fahrerwertung Dritter noch werden. Und bei den Konstrukteuren sind wir Zweiter. Also wir haben ja noch ein paar Ziele, die wir hier erreichen wollen. Ja, aber zunächst mal müssen wir uns, glaube ich, der Konkurrenz hier beugen. Hier waren schon wieder ein, zwei Stellen dabei, die ich absolut nicht durchfahren kann bei meinen vorhandenen Skills hier. Vor allem Sektor 3 bereitet mir großes Kopfzerbrechen. Macht mir große Kopfschmerzen, aber das läuft bislang eigentlich ganz gut. Jetzt die letzten paar Kurven hier noch halbwegs hinkriegen. So, dann geht's auf die letzten paar Meter hier. Dritter Platz sind wir zurzeit. Hier nochmal ein bisschen Gas rausnehmen und dann wieder. Oh, zu weit rausgekommen. Oh, war ja. Aber es reicht, glaube ich, für den dritten Platz. War knapp. Da hätte ich fast die Bande geknutscht. Aber ich glaube, Platz 3 sollte es dann schon sein. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und der Glückspilz. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Mercedes vor mir, die werde ich, denke ich, erstmal vorbeilassen in den ersten paar Kurven. Und die anderen dahinter, das wird wieder ein Biegen und Brechen, ein Hauen und Stechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf geht's. Es ist alles bereit, es ist alles angerichtet. Jeff will wohl mal wieder nicht mit uns reden. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Strategie. Es ist eine Soft-Medium-Strategie. Da unten das Harte, das wären 10 Sekunden länger. Wahrscheinlich, ja, da sind 10 Sekunden Unterschied. Wir machen mal Soft und Mediums, weil die Harten, da bist du immer nicht so schnell mit und hast wenig Grip. Starten wir rein. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Nachtrennen hier in Singapur. Auf geht's. Gutes Gelingen. Und ich hoffe in den ersten Kurven auf wenig Ausfälle und auf heile Frontflügel. Das war schon mal ein guter Start. Apropos Frontflügel. Oh, Verstappen, jetzt rauschen sie rechts und links an mir vorbei. Egal, ich bleib drin. Bleib hier an der Sache dran. Muss außen ein bisschen vorbei. Oh, eine Kollision habe ich verursacht mit Perez. Was hat der denn gemacht? Der ist wahrscheinlich wieder zu sehr vorgeprescht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Achtung, Hamilton gegen Verstappen und gegen mich. Bottas ist vorne. Lando hinter mir. Achtung, nicht, dass wir uns die gegenseitig raushauen. Hier ist auch maximal schwer zu überholen. Ich versuche mal hier später zu bremsen als Hamilton. Und das hat geklappt. Hinter Verstappen, dritter Platz. Achtung, innen, da zieht doch schon wieder einer vorbei. Ja, Luis. Der bekannt dafür ist, solche riskanten Manöver zu machen. Ne? Verstappen weiß, wovon ich rede. So, und dann haben wir schon mal unseren dritten Platz behalten. Beim Start doch nicht so gut weggekommen. Da ist dann Verstappen, oh ja, kurzer Dreher drin, Verstappen ist an mir vorbeigezogen und ich glaube sogar Sergio Perez, den konnten wir dann aber gerade nochmal verteidigen. So, und für Hamilton wird das jetzt natürlich eine Aufgabe. Vorne McLaren, hinter ihm McLaren, wobei der wird Weltmeister, beziehungsweise er oder Bottas, die kämpfen hier um wichtige Punkte und wie gerne würde ich ihn ein bisschen aufhalten. So, das kann man ja auch alles noch besser durchfahren. Ich bin ja halt immer vorsichtig, genau wie in Monaco, weil rechts und links die Banden, die werden leider nicht mehr meine Freunde in Formel 1 spielen, warum auch immer. So, halbwegs gut durch den dritten Sektor durchgekommen. Hier brauche ich eigentlich auch nicht bremsen, nur vom Gas gehen und dann haben wir da 1,43. Um Gottes Willen, viel zu langsam. Aber das war die erste Runde. Das wird sich jetzt hoffentlich bessern. In den nächsten Runden mit ERS bleiben wir hoffentlich an Verstappen dran. Bottas ist schon 2 Sekunden knapp von Verstappen weg. Und dann bin ich gespannt. Hier hat man halt auch bis auf die langen Geraden wenig Chancen zu überholen. Das heißt, man behält
mehr oder weniger seine Position. Ein, zwei Upgrades in der FE haben wir ja noch. Die werden dann aber leider erst zum Grand Prix in, jetzt muss ich überlegen, ist das Mexiko oder USA? Also auf jeden Fall nach Japan fertig. Da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt. Und vorne Verstappen. Ich weiß nicht, ob er DRS bekommt. Nee, ist, glaube ich, mehr als eine Sekunde weg, aber genauso wir. Aber wir machen das gut. Lando bleibt auch dran. Dahinter Sergio Perez. Hamilton Vierter. Ist noch alles ganz, ganz eng beieinander. Interessant wird es halt, wenn DRS am Start sein wird. Da bin ich dann gespannt. Da wird es dann Überholmanöver geben. Versuche zu überholen. Und jetzt sind wir hier wieder in meinem unbeliebten dritten Sektor. Obwohl der eigentlich auch gar nicht so schwer zu befahren ist, sollte man meinen. Ist ja auch eigentlich so, wenn man es drauf hat. Wenn man hier die Bremspunkte richtig setzt, wenn man richtig einlenkt, Gas gibt, mit Mut fährt. Schon hat man hier 0,7 Sekunden Vorsprung vom Gas gehen. Hier wieder Gas geben. 1,38. 1,38. 5,36. Schnellste Runde. Und jetzt ist DRS halt aktiviert. Das heißt, wenn wir an Verstappen dranbleiben, es könnte jetzt also soweit sein. 1, knapp über einer Sekunde. Leider kein DRS für uns, aber auch nicht für Verstappen. Dafür aber für Hamilton. Oder kriegen wir DRS? Nein, ist nicht aufgeladen, aber Hamilton kriegt welches. Wird ein bisschen rankommen, aber nicht so ganz. Und jetzt ist unsere Chance da, im zweiten DRS-Fenster, uns am Holländer vorbei zu mogeln, wenn er uns denn lässt. Also wir sind hier zwischen den zwei Hochkarätern, Heißsporn. Ich bin dafür gar nicht gewachsen. Aber gewappnet bin ich, denke ich. So, zack. Das hier noch gut durchfahren und dann schön dranbleiben. Das ist aber mehr als eine Sekunde, ne? Shit. Das war leider mehr als eine Sekunde. Jetzt muss ich mit ERS ein bisschen nachhelfen. Das war nicht gut genommen gerade. Da habe ich zu früh gebremst. Und schon ist Hamilton halt wieder da. Das muss ich halt noch irgendwie irgendwann mal draufkriegen. Da kann das Auto noch so gut sein. Wenn ich das fahrerisch hier nicht hinkriege, dann nützt mir das gar nichts. Da kann ich auch bei Mercedes fahren. Nee. Das wird da nix. Gut, aber es sei ja auch die Hoffnung, es ist ja auch die Hoffnung, dass vielleicht bei irgendeinem anderen Kollegen es eine technische Schwierigkeit gibt, ne? Oder man den Frontflügel wechseln muss. Luis weiß, wovon ich rede. Eine Aufholjagd wie in Russland müssen wir Gott sei Dank nicht starten, wobei das auch schon Bock gemacht hat. Also das war, wenn ich gerade nochmal dran denke, beim Schnitt, das war schon stark, wie wir da an einem Auto nach dem anderen vorbeigehuscht sind. Ja, die Reifen vorne rechts ist diesmal ganz schön hart beansprucht, sonst ist es immer die linke Seite. Jetzt ist es vorne rechts mit knapp 28%. Ja, und Hamilton ist direkt hinter mir. Der wird DRS kriegen. Ich verteidige mich aber mit EAS. So gut ich es halt kann. 10% haben wir jetzt nur noch. Oh nein! Lando ist langsamer. Der wird doch nicht wohl Probleme haben mit seinen Komponenten. Hätte er die mal ausgewechselt. Wobei, da kannst du dich auch nicht drauf verlassen. Also ganz oft wurde einem schon gesagt, dass der Vordermann oder irgendwer Probleme hat und dann fährt er trotzdem so weiter, als wäre nichts gewesen. DRS kriege ich leider immer noch nicht. Es ist immer knapp über einer Sekunde. Und die Kurve wieder nehme ich überhaupt nicht gut. Deswegen mit ERS rein, Gas geben, Stoff geben, das wird auch beim Boxenstopp ganz haarig. Wenn ich zuerst reingehe, beziehungsweise vielleicht geht der Hamilton mit mir rein. Da muss ich halt Glück haben. Da ist er nämlich schon. Sitzt mir schon auf dem Schoß. Ja, 32% die rechte Seite, die wird halt übermäßig beansprucht. Weil es halt, ja, mehr Linkskurven gibt als Rechtskurven. Nee, keine Ahnung. Bevor ich jetzt da näher ins Detail gehe, wie das entsteht, frag da lieber Eddie. Aber ich denke mal, es hängt damit zusammen, wie viel Links- und wie viel Rechtskurven es hier gibt. Oder wie hart man die durchfährt, wie hart man auch da einbremst. Okay, also diese Runde sind wir dran. Und bei Lando hoffe ich mal, dass das Problem... Oh, shit, shit, shit. Ey, was mache ich denn hier? Ja, 35%. Zeig mir das ruhig nochmal an. Schmier mir das nochmal aufs Butterbrot. So. Mal gucken, ob ich mich jetzt hier noch ein vorletztes Mal verteidigen kann. Das wäre wichtig, wenn ich vor ihm in die Boxengasse fahre.
Und Norris wird langsamer, habe ich das Gefühl, oder? Der fällt hinten ein bisschen zurück hinter Sergio Perez. Ja, es wechselt sich immer ab. Ich hoffe einfach mal. Ja, Bottas vorne hat erstmal keine Probleme. 4 Sekunden weg. Dahinter wird es halt knapp, ne? Hier Hamilton und ich. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, Jeff, ich bin schon wieder da. Ich bin gleich an der Boxengasse. Schade, dass die Funksprüche von Jeff, so schön die auch sein mögen, zu weit rausgekommen. Und jetzt hat Hamilton die Chance, vorbeizukommen. Aber er kommt Gott sei Dank noch nicht vorbei. Aber er hat jetzt die Chance mit DRS. Nein, das klappt nicht. Da müsste er hier jetzt den Riskanten machen. Macht er aber nicht. So gerne ich diese Funksprüche auch höre. Aber so ein bisschen, ja, passend zum Renngeschehen müssten sie schon sein. Ne? Also nicht irgendwie, wenn es regnet, zu sagen, es regnet übrigens. Oder es wird in den nächsten 10 Minuten anfangen zu regnen. Und dann halt einfach auch mal vielleicht eine sinnvolle Idee. Ne? Oder auch mal vielleicht die Taktiken. Gut, von den anderen Teams nicht. Das wird man nicht rausfinden in der Formel 1. So, jetzt bin ich gespannt. Verstappen geht rein, Hamilton geht rein. Achtung, die Szene ist hier, weil beziehungsweise die Ecke ist mir hier bekannt. So, jetzt bin ich gespannt. Wie schnell schaffen wir unseren Boxenstopp? Mercedes geht vorher rein. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir leider nicht schaffen. Oder wird Hamilton vorher fertig? Ganz knapp. Das ist der Vorteil, dass wir 2 Boxengassen vor ihm waren. Sonst wäre er vor uns wieder rausgekommen. Ganz, ganz stark. Also wir bleiben vor Hamilton. Ganz, ganz wichtig. Und vielleicht lässt er sich ja von den anderen aufhalten hinter ihm. Je nachdem. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ich versuche mein Bestes, Jeff. Ja, bitte. Ich versuche mein Bestes. Und jetzt schon mal ein bisschen vorpushen. Ich muss halt jetzt einfach besser fahren. Komm, die erste Hälfte war nicht so geil. Ich schaffe das besser, auf jeden Fall. Ich muss es besser hinkriegen. Und die zweite Hälfte vom Rennen, die kriege ich jetzt hoffentlich besser hin. Mit frischen Reifen, mit frischen Mediums. Mal gucken, was so Richtung Verstappen noch geht. Oder ob der heute, ja, unantastbar ist. Vorne Bottas, der wird, denke ich mal, nicht von uns überholt werden. Der wird wieder so seine 3-4 Sekunden Vorsprung haben. So, aber Verstappen, das ist halt das Gute, dass zum Beispiel Russell vorne ihn jetzt aufhält. Das ist ja auch immer ein Vorteil für uns. Das heißt, wir kommen jetzt näher ran. DRS kriegen wir leider nicht, aber er wird aufgehalten. Das ist es ja. Er kann auf den langen Geraden gerne überholen. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch gleich machen. Aber das ist gut für uns. Er wird aufgehalten. Perfekt. Russell spielt ein bisschen für uns mit jetzt gerade. Das ist nämlich gut für uns. Stichwort DRS. Dann kriegen wir nämlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, DRS zu kriegen. Wahnsinn, die anderen Fahrer helfen uns. Hätte ich ja nicht gedacht. So, und schon sind wir dran. So einfach ist das. So, Norris ist drin. Oh, Russell rutscht rum. Geht jetzt wahrscheinlich auch rein. Nein, Russell bleibt draußen. Oh Gott, da wäre ich fast auf Max Verstappen aufgefahren. Jetzt die Chance. Oh Gott, Russell fährt nach rechts. Ist in der Mitte zwischen Verstappen und mir. Ich fahre hier innen vorbei. Verstappen ist auch vorbei, jetzt muss ich ganz kurz hier rum und dann gucken, wie sich das sortiert. An Verstappen vorbei, Russell ist 7. und hat uns geholfen. Das war unsere große Hilfe, der Verstappen aufgehalten hat und auf Start und Ziel, das war, boah, wieder so ein Manöver, da hätte auch einiges schief gehen können. Ich habe damit gerechnet, dass Russell rauszieht, aber dass er so weit rauszieht, er ist dann zum Glück nochmal in die Mitte gehuscht, sonst hätte ich volle Fahrt durch die Mitte gehen müssen. Oh, Rennen fortsetzen. Grüne Flagge, gelbe Flagge. Ah, da unten links. Da hat es irgendwo gekracht hinter uns in einer Ecke. Und zwar ist Leclerc ausgeschieden. Aha, Leclerc hat es erwischt. Virtual Safety Car oder Safety Car gibt es nicht. Dazu ist es wahrscheinlich nicht schlimm genug. Latifi ist 4. So, und jetzt verteidigen gegen Verstappen und Hamilton. Wir werden 2. sein. Weil die anderen jetzt auch noch reingehen. Boah, nicht gut genommen. Und schon sind sie wieder da. Oh weia, oh weia, oh weia. Also genauso viel Spannung wie in Russland. Vielleicht noch ein bisschen spannender, weil es jetzt viel enger zusammen ist vorne. Das in Russland, das war eine einmalige Aufholjagd. Das werde ich auch so schnell nicht mehr hinkriegen. Also nichts hier mit der Herausforderung, immer vom Letzten zu starten und dann gucken, was nach vorne geht. Das klappt nicht auf jeder Strecke. Und Latifi bleibt draußen. Was haben die denn für eine Strategie.
Das überrascht mich jetzt wirklich. Also Latifi immer noch Zweiter oder hat er irgendeinen Auftrag? Jetzt hält er mich nämlich auf. Jetzt bin ich nämlich in der Situation, wo ich aufgehalten werde. Aber vielleicht mit ein bisschen Windschatten. Komm Latifi, mach keinen Scheiß, lass mich vorbei. Jetzt spätestens mit DRS werde ich ihn doch kriegen. Das wäre ja gelacht. Komm, auf geht's. Vorbei, DRS kriege ich. Du kannst jetzt gerne die anderen aufhalten. Vorsicht, lass mich hier innen Platz. Oh, ich sehe mich schon in der Bande. Ich sehe mich schon immer in der Bande. So, Latifi, danke fürs Vorbeilassen. Halt die anderen auf. Ich schwöre, wenn er die anderen aufhält und das merklich was am Rennausgang macht, dann bekommt er, keine Ahnung, Tausender mehr von mir auf seinem Lohncheck. Aber das wird leider nicht lange anhalten. Das lassen sich Verstappen und Hamilton natürlich nicht zweimal sagen und auch nicht nehmen. Spätestens jetzt hier auf der zweiten DRS-Geraden, da wird Latifi überholt werden. Aber da sind wir schon weg. Ihr seht, das hat was gebracht. 1,6 Sekunden weg. Er hält die perfekt auf und Verstappen. Weiß ich nicht, ob er es schafft oder nicht. Da achte ich jetzt gerade nicht drauf. Würde ich gerne, aber er hat es nicht geschafft. Latifi ist Wahnsinn. Also Latifi, ey. Egal, was euer Team für eine Strategie hat, für eine Boxenstopp-Strategie, die ist Gold wert. Zumindest für mich ist die absolut Gold wert. Hält meine Konkurrenz auf, lässt mir vorne ein bisschen schmutzige Luft. Aber er wird ja jetzt irgendwann reingehen, oder? Was hat, ja, was ist das für ein Team? Ist das Alpine, Alpine Tauri? Nee, ich glaube, Williams müsste das sein, oder? Williams? Und Latifi bleibt immer noch draußen, oder? Sehe ich das falsch? Latifi bleibt immer noch draußen, ist jetzt aber von Verstappen überholt worden. 3,4 Sekunden weg. Heißt, ein geringer Vorsprung für uns. Der geht bestimmt erst so eine Runde vor Schluss rein und holt sich nochmal die harten Reifen. Echt. Aber ich glaube auch nicht, dass das ein Bug ist. Weil der andere aus seinem Team, ich weiß leider nicht, für welches Team Latifi fährt. Tut mir leid, ich glaube für Williams. Der war ja auch schon drin. Wenn ich jetzt wüsste, wer der... Ah ja. George Russell. Heißt George Russell, ne? Oder Jack Russell? Nee, Jack Russell ist die Hunderasse. George Russell war ja auch schon drin. Deswegen überrascht mich, dass Latifi so lange draußen bleibt. Naja, die werden sich was dabei gedacht haben. Für uns ist es gut. Wir haben 3,6 Sekunden Vorsprung. Aus diesem ganz engen Sandwich ist jetzt, ja, ein großer Vorsprung geworden von 3,5 Sekunden. Und jetzt duellieren sich Hamilton und Verstappen. Und pushen sich halt immer weiter nach vorne. Das ist halt der Nachteil, den ich jetzt habe. Ich habe keinen zum Pushen. Bottas vorne fährt einsam und allein seine Kreise. Der wird das Rennen machen. Und wird halt auch wieder Punkte gut machen gegenüber Hamilton. Ne? Also die beiden Mercedes-Fahrer im Duell um den Weltmeistertitel. Die waren nicht viele Punkte auseinander. Ich glaube, zwei, drei Rennen. Die konnten das zerstören. Oh, schnellste Runde. Oder beziehungsweise schnellster dritter Sektor. Zwei, drei Rennen konnten irgendwie das gesamte Konstrukt und die ganze Fahrerwertung wieder durcheinander wirbeln. Was ist eigentlich mit Norris? Der hatte doch auch so Probleme. Ich sehe den jetzt gar nicht. Wenn er wenigstens unter den besten 10 fährt, wäre ja schon okay. Tja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Luft. Ich habe ja gesagt, die zweite Hälfte vom Rennen, die würde ich gerne ein bisschen besser fahren. Ich war in der ersten Hälfte echt nicht gut. Ich habe zwar gepusht wie ein Wahnsinniger mit den Softs, das kannst du gerne machen am Anfang, aber dann musst du halt zusehen, dass da auch gut fährst. Aber ich finde jetzt, die zweite Hälfte klappt besser. Nicht nur, weil wir jetzt Vorsprung haben. Wie gesagt, nochmal GG an Latifi, der das so lange wie es geht gut gemacht hat. Hat mich zwar auch erst ein bisschen aufgehalten, aber hat es dann noch ein paar Meter geschafft, die anderen beiden aufzuhalten. So viel Glück brauchst du dann halt mal auch, ne? Dass du von einem anderen Fahrerkollegen oder Rivalen hier Unterstützung bekommst. Da kommt er um die Ecke. So, nur noch 3,7 Sekunden. Ganz haarig hier. Ja, die Sektoren, da müsst ihr jetzt nicht drauf schauen, auf die Zeit. Natürlich werde ich immer langsamer, weil ich die einfach nicht gut durchfahre. Bis auf den letzten Sektor, mein Problemsektor, der war in der letzten Runde schnellste Zeit von allen. Aber die anderen beiden Sektoren, die sind grauenhaft. Grauenhaft. 4,1 Sekunde. Hier komme ich halt nicht so gut rum. Hier komme ich, ah doch, das war jetzt besser. 1,39, nee.
Also beste Rundenzeit habe ich zwar, aber die werde ich nicht überbieten. Muss ich auch gar nicht. Die anderen müssen ja. Und solange die anderen nicht die beste Rundenzeit fahren, heißt das ja auch für mich, dass die nicht im Print oder dass die nicht viel schneller fahren als ich. 4,3, 4 Runden haben wir jetzt noch. Um die Zeit war ich in Russland schon. Tja, auf dem Weg auf den zweiten Platz. Jetzt bin ich Zweiter wieder. Und habe den Stadtkurs bislang besser durchfahren, als mir lieb war vor dem Rennen. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, hier und da den ein oder anderen Curb seht ihr ja selber. Den kann man auch noch mal besser durchfahren, aber gut. Das ist also das Zeichen dafür, dass jetzt der Endspurt hier ansteht. Letzten 4-5 Runden nochmal konzentriert fahren. Das Feld ist eigentlich so ab dem 7.-8. Platz ganz eng noch zusammen. Also da geht es noch ein paar Punkte. Ja, die Reifen vorne rechts ist halt echt das Problem dieses Mal. Sonst ist es immer die linke Seite, die hart beansprucht wird. Oh, auch wieder nicht gut genommen. Geht auch wieder viel Zeit von der Uhr. Ja, dann schaue ich mal, wenn denn die beiden neuen Komponenten fertig sind. Unter anderem ja die Spaltgröße von unserer DRS-Heckklappe. Also, dass der Spalt breiter ist, dann kommt mehr Luft durch. Aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Und mehr Luft heißt ja auch gleichzeitig höhere Geschwindigkeit, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn das stimmt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ja, ich fahre jetzt auch, wie gesagt, konstant gut. Also die zweite Hälfte gefällt mir echt besser. Ich kann es nur noch mal sagen, 5 Sekunden Vorsprung kommt nicht von irgendwo her. Und Sergio Perez 13 Sekunden Vorsprung. Ja, Latifi sei Dank. So würde ich den Videotitel gerne nennen. Aber mir fällt bestimmt noch ein anderer ein. Tja, und Bottas zeigt auch vorne keine Schwächen. Der fährt das genauso, wie man das als eventueller Weltmeister fahren muss. Und Hamilton, der schwächelt so in letzter Zeit. In Russland hat er zwar gewonnen, aber davor in Italien auch, klar, gerade vom Glück nicht verfolgt. Aber da war er auch selber schuld. Wir haben uns das ja in der Wiederholung zusammen angeguckt. Der hätte da nicht riskanterweise rüberziehen dürfen in Kurve 1, als Bottas aus der Boxengasse rausfährt. Und jetzt hier auch nicht unbedingt. Ja gut, vierter Platz ist es auch nicht so schlecht. Aber von den Punkten her holt Bottas bestimmt wieder 10 Punkte oder so auf. Und die waren nicht viel Punkte auseinander. Und wir so als lachende Dritte oder lachende Zweite dahinter bei den Konstrukteuren. Oh ja, zeig mir das immer wieder nochmal an. Ey, 24%. Komm, das hält jetzt aber die letzten Runden. Ich muss halt auch versuchen, wirklich auf der Ideallinie zu bleiben. 1,38. Damit ich wenig Gummi mitnehme, wenig Gummiabrieb, sondern auf der sauberen Linie hier fahre. 6,2 Sekunden, also der Vorsprung vergrößert sich jetzt schon um eine Sekunde. Ja, also wir fahren auf jeden Fall besseres Rennen jetzt am Ende als am Anfang. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und es sieht ja auch ganz gut aus, dass wir zumindest mal aufs Podium fahren. Und ich gehe auch davon aus, dass wir Zweiter werden. Ich habe jetzt einfach mal so viel Vertrauen hier in meine fahrerischen Skills, etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus, dass ich hinter Bottas dann ins Ziel fahre, wenn nicht noch irgendwas Großartiges passiert. Tja, und bei Lando muss man mal gucken, ob das wirklich nur in dem Rennen dann so war, dass er Probleme hat mit dem Auto, ob da halt auch die Komponenten dann langsam zur Neige gehen. 27% vorne rechts, ey. Alter Vater, so. Minuten geht's los. Ja gut, das zum Beispiel. Schaut mal, wir werden niemals noch eine Viertelstunde, es sei denn jetzt Safety Car kommt raus etc. pp. Aber selbst wenn das Safety Car rauskommt, wir werden maximal noch 2 Runden fahren. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit auch mal logische Sprüche bringen. Ich meine, wenn wir jetzt noch 2 Runden haben und wir nicht mal 10 Minuten hier fahren, warum sagt denn mir, dass es in 15 Minuten regnet? Verstehe ich nicht. Sowas zum Beispiel, ne? Das kann er mir sagen, wenn wir jetzt noch 10 Runden fahren oder wenn wir ein komplettes Rennen fahren, dann würde ich das verstehen. Aber wir fahren jetzt noch 2 Runden.
Dafür brauche ich im besten Fall 5 Minuten. Im schlimmsten Fall. So, dann haben wir immer noch 10 Minuten. 34,6 Sekunden. Zu unserem Teammate 34 Sekunden. Puh, das könnte nicht mal für Platz 10 reichen, Lando. Wird ganz, ganz eng. So, aber wir haben 6 Sekunden, beziehungsweise 7 Sekunden, 7,3 Sekunden vor Verstappen und Hamilton, die wiederum 7 Sekunden vor Sergio Perez haben. Tja, dann wurde dieses Rennen quasi in Runde 1 entschieden. Ich dachte, ich bin gut weggekommen. Dann rauschen links und rechts zwei Fahrer an mir vorbei und Bottas nutzt die Verunsicherung vorne, das Getümmel. Sagen wir mal, er nutzt das Getümmel vorne. Hamilton vielleicht 1-2 Sekunden unkonzentriert und schon, zack, zieht Bottas vorbei und fährt das Rennen nach Hause. Auch in der letzten Runde, das wird er souverän zu Ende bringen. Und wir fahren jetzt gleich noch die letzte Runde hier, genießen das Feuerwerk, das zum Schluss dann erscheinen wird. Sehr, sehr schön. Und dann schauen wir mal, dass wir hier in Japan auch auf einer sehr komplizierten Strecke auch wenig Überholmöglichkeiten. Dass wir da auch wieder einen guten Platz herausfahren, dass wir ein gutes Blitzqualifying fahren. Die haben wir uns auch jetzt einmal gedreht. So, jetzt die letzte Runde, ab geht's. Schnellste Rundenzeit wird es nicht mehr werden. Aber trotzdem, haben wir nochmal alles raus. Und dann haben wir den Zusatzpunkt mitgenommen, 19 Punkte, perfekt. Ich denke mal, dann werden wir die alleinigen Punktesammler sein für unser Team hier in Singapur. Aber gut, dafür hat Lando in den letzten Rennen am Anfang für unsere Punkte gesorgt. Jetzt bin ich halt derjenige. Tja, dann Bottas, aber halt einfach kein Vorbeikommen. Kein Rankommen, kein Vorbeikommen, 7,3 Sekunden. Wer wird Dritter, wer wird Vierter? Verstappen ist es momentan noch. Oh, das geht hin und her. Spannender Zweikampf bis zum Schuss. Das würde ja dazu passen, wenn die sich jetzt noch gegenseitig raushauen. Das passt einfach zu den beiden. Sehr ehrgeizig. Sehr riskante Fahrer. Also Fahrweisen. Aggressive Fahrweisen vielleicht. Verstappen schätze ich da so ein bisschen aggressiver ein als Hamilton. Wobei Hamilton auch nicht gerade immer der ruhige Fahrer ist und der unschuldige. Naja, sei es drum. Also, gratulieren wir Bottas zu einem super Sieg. Hat er wirklich gut gemacht. Von Runde 1 an hat uns hier dominiert. Und wir haben natürlich auch mit Latifi Glück gehabt, dass er uns die beiden Konkurrenten ein bisschen aufgehalten hat. Uns aufgehalten hat, aber dann im Endeffekt nicht so sehr uns behindert hat. Bottas Erster, wir fahren als Zweiter hier. Oh, drehen uns noch ein bisschen durchs Ziel. Super, klasse Rennen. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Was für ein großartiges Rennen. Ein klassischer großer Preis von Singapur. Und was für eine unnachahmliche Fahrt bis zur Karrierenflagge. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages?
Lance Troll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Lance Stroll wollte mein Nachfolger werden, sehe ich jetzt gerade. Von Platz 20 auf die 9 gefahren, das ist natürlich überragend. Zu Recht auch der Fahrer des Tages. Und Lando ist leider rausgefallen. Der hatte dann wohl doch ernstere Probleme. Da hat man es gemerkt, der wäre sonst auch locker in den Top 10, vielleicht sogar unter den besten 5 mitgefahren. Schade. Naja, schauen wir mal, wie es da im nächsten Rennen läuft. Auf jeden Fall wir mit einem super zweiten Platz, schnellste Runde. Kurz auf die Rangliste drauf geschaut. Wir sind jetzt Dritter. Wir sind an Verstappen vorbei. Wahnsinn. Bronzemedaille momentan, aber auch nur 2 Punkte Vorsprung vor Verstappen. Das wird noch ganz, ganz eng. Also wir kämpfen jetzt um den dritten Platz in der Fahrerrangliste hier bei den Konstrukteuren. Sind wir nach wie vor Zweiter vor Red Bull, die halt auch nicht so überragend die haben gut abgeschnitten. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo Latifi, ich glaube, der fährt bei Williams, ne? Genau, der ist 19. Charles Leclerc ausgeschieden. Ich gucke mal in der Wiederholung, ob wir sehen, woran es lag. Wahrscheinlich, Motorschaden, ne? Würde ich sagen. Ja, mechanisches Versagen, da wird es wieder geraucht haben. Und dann, ja, sehen wir uns doch gleich nochmal in den Interviews. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Am Anfang vielleicht, aber jetzt, er ist ein guter Fahrer, nur eben nicht ganz so gut wie ich. Ich respektiere ihn, er hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Das ist natürlich das, was die Leute hören wollen. Sie hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Wie ganz am Anfang, aber hatte ich das nicht mit wem anders? Oder bin ich mit Sergio Perez zusammen? Ja, meine Schuld war es nicht. Er muss aufpassen, wo er hinfährt und mich in die Quere kommen. Keine harte Schuld, wir sind... Also eigentlich würde ich ja gerne das mal machen, um so ein bisschen zu sticheln in Richtung Red Bull, aber komm, wir machen das mal hier. Danke für den Kommentar. Ja, sehr gut. Sieht wieder super aus. Man nimmt die gleichen Sachen an. So, lädt. Rivalität haben wir auch gewonnen. Ich glaube, die wechselt jetzt auch, oder? Nach dem nächsten Rennen. Wir steigen auf jeden Fall auf. Fahreranerkennung auf eine 10. 10, ein Drittel. Ein Drittel. Voice Crack ist auch wieder mit dabei. Sehr schön. So, und dann haben wir nicht mehr viele Rennen. Wie gesagt, jetzt haben wir Japan, dann USA, Brasilien oder irgendwie so in dem Dreh. So, Luftfilter ist jetzt das nächste Upgrade. Hat auch geklappt. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Hey, geil. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, mach doch. Wenn das euer Job ist, dann macht das doch. Hier, und jetzt seht ihr, Leistung der Fahrzeuge. Wir sind auf derselben Höhe wie Red Bull. Wir haben ja auch noch 3 Sachen. Also wir haben noch 2 Sachen bei Strapazierfähigkeit, elektrische Systeme, besseres Material bei der Steuerelektronik und dann noch Verbrennungsmotor. Strapazierfähigkeit, dass der also länger hält. Das wird halt alles nach Japan erst fertig. Aber gut, schauen wir mal, was wir noch verbessern können. Warte mal, nee. Stopp, jetzt bin ich gerade so ein bisschen durcheinander. Hier, Aerodynamik. Schauen wir mal, hier haben wir alles abgeschlossen. Zurzeit hier, Luftfilter. Dein Hersteller hat die oben genannten Objekte, Upgrades geliefert. Sehr schön. Und hier haben wir auch wieder 2 Sachen. MGOH, Strapazierfähigkeitstests und Energiespeicher, besseres Material. Perfekt. Also, hört sich doch alle sehr, sehr gut an. Jetzt schauen wir mal, was uns hier vorgeschlagen wird. Dann hier, wird uns das gleich vorgeschlagen. Erhöht die Strapazierfähigkeit des Energiespeichers. Ah, alle Komponenten des Energiespeichers werden langsamer verschleißen. Ist das auch ERS? Das wäre ja geil, wenn das ein bisschen länger hält, dass das nicht so schnell verbraucht oder dass das nicht so schnell aufgebraucht wird. Gut, wird auch nach Japan fertig. Dazwischen gibt es wieder 2 Wochen Pause. Noch irgendwas im Angebot? Nee, okay. Also, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir schauen gerade nochmal drauf hier auf die Rangliste. So sieht's aus. 3. Platz vor Verstappen. Bei den Konstrukteuren sind wir 2. Und wir haben nicht mehr viele Rennen. Ich freue mich auf euch. Und zwar in Japan. Macht's gut. Ciao, ciao.